Wie mache ich halbe Stäbchen? Ich mache erst einmal eine Luftmaschenkette mit 10 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt 10 Luftmaschen. Brauche jetzt aber noch 2 Wendeluftmaschen. Somit habe ich 12 Luftmaschen. Steche jetzt nicht wie bei einer festen Masche hier in die zweite rein, sondern hier steche ich in die dritte ein. Allerdings nehme ich den Faden einmal um die Nadel rum, steche dann in die zweite Masche, hole mir den Faden und habe 3 Schlingen auf der Nadel, nehme mir nochmal den Faden und ziehe ihn durch alle 3 Maschen. Somit habe ich mein erstes halbes Stäbchen. Nochmal, ich lege den Faden um die Nadel, steche in die Schlaufe ein, habe 3 Schlingen auf der Nadel, hole mir wieder den Faden und gehe durch alle 3 Schlingen. Das mache ich jetzt die ganze Reihe durch. Und wieder 3 und wieder durch alle durch. Habe ich jetzt 4. Wieder den Faden holen. Wieder durch die Schlingen durch. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Wieder die Schlingen um die Nadelschlingen. Und 6, 7, 8, 9, 10. Das hier sind jetzt 10 halbe Stäbchen. Ich mache jetzt nicht wie bei einer festen Masche nur eine Luftmasche, sondern ich mache 2 Wendeluftmaschen. Drehe die ganze Arbeit und mache das gleiche wieder. Ich steche hier ein. Das sieht man hier jetzt schön. Hier steche ich ein. Und mache das gleiche wie in der Vorderreihe auch. Alles meine halben Stäbchen. Und so geht das wieder. Reihe für Reihe, wieder am Ende der Reihe, wieder 2 Luftmaschen für die Wendeluftmasche. Und so haben wir unsere halben Stäbchen gelernt.